Willkommen, heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast, nämlich Matt. Er war schon oft auf meinem YouTube-Kanal. Ich schätze extrem sein Wissen, denn er hat lange als Vermögensverwalter gearbeitet. Heute ist er finanziell unabhängig, lässt sein Kapital für sich arbeiten und er hat ein sehr großes Wissen, was Staatsanleihen angeht, den ganzen Bondmarkt. Und ja, in den letzten Monaten war es sehr turbulent an den Bondmärkten und deswegen wollte ich heute mal mit dir sprechen, was läuft denn da an den Bondmärkten, mal ganz grundsätzlich erklären, was sind Staatsanleihen, wie funktioniert das alles und warum ist das alles so turbulent in den letzten Tagen. Ja, Matt, bitte erklär doch ganz kurz, was sind Staatsanleihen? Ganz einfach erklärt für einen Laien, der das zum ersten Mal hört. Gut, danke vielmals, dass ich wieder bei dir darf sein heute. Und wenn wir da gleich reingehen ins Thema Anleihen oder Staatsanleihen, solche Sachen, das ist eine Anlageklasse für die einen und für die anderen sind das Schulden. Das heißt nichts anderes, als du kaufst die Schulden von jemand anderem. Es gibt ja auch Anleihen von Unternehmen, eben von Staaten. Da gibt es Anleihen in verschiedenen Währungen, die du kaufen kannst. Und natürlich, was eine Rolle spielt da bei der Bewertung, ist immer der Zinssatz. Wie viel bekommt man, wenn man jemand anderem sein Geld ausleiht? Wie lange muss man das ausleihen? Welche Währung ist das? Und wer steht dahinter? Das ist so das Issuer Risk. Wie stabil ist da die Person, das Unternehmen oder eben der Staat, der dahinter steht? Wie vertrauenswürdig oder wie glaubt man dann, dass man sein Geld je wieder sieht? Weil was ist eine Anleihe? Man gibt eben jetzt sein Geld jemandem und diese Person oder Unternehmen oder Staat bezahlt einem dann dagegen einen Zins. Und gewisse Anleihen zahlen den Zins quartalsweise, andere halbjährlich, andere pro Jahr. In der Schweiz gab es sogar negativ verzinste Anleihen vor ein paar kurzen Monaten eigentlich. Und jetzt ist die Zeit langsam vorbei. Und das Problem, das wir hier haben, ist jetzt, die Inflation ist gestiegen. Auf der einen Seite, die Sachen werden teurer, das Geld verliert ein bisschen an Wert und natürlich die Zinsen sind am Steigen, weil die Zentralbanken da Gegensteuer geben. Und jetzt ist das Problem, das ganz große Problem, ich mache das ziemlich einfach, nicht ganz hundertprozentig korrekt, aber man stelle sich vor, man hat jetzt 100 Euro oder 100 Franken oder 100 Dollar, die man jemandem ausleiht. Und sagen wir jetzt, gestern hätte man 1% Zinsen bekommen für diese 100 pro Jahr über 10 Jahre. Und jetzt geht auf einmal heute geht der Zins 1% nach oben. Und jetzt sitzt man aber noch auf diesen 100 als Anleihe und man bekommt nur 1% dafür. Wenn ich jetzt das heute verkaufen möchte am Markt, der Markt will heute 2% sehen, weil die Zinsen sind gestiegen. Und wo kommt jetzt das zweite Prozent her? Das kann ja nicht sein, dass der Schuldner auf einmal mehr bezahlen muss, weil der hat ja einen Vertrag gemacht, dass er für 10 Jahre nur 1% zahlt. Nein, das zweite Prozent muss vom Preis kommen. Und wenn ich jetzt 100 bezahlt habe gestern für 1%, muss der Preis heute vielleicht auf 90 fallen, um da jedes Jahr vom Preis her dieses fehlende Prozent vom Preiswert wieder gegen 100, geht das am Schluss auf 100 zurück, zurückzugeben können. Und so bekommt dann der heute diese Anleihe von mir kaufen würde, für 90 die 100 in 10 Jahren, die 1% bezahlt. Und so wird dieser Zins eigentlich jetzt da weitergegeben. Und das große Problem ist jetzt halt einfach das, die Zinsen sind sehr schnell, sehr hoch gegen oben geschnellt. Und die Leute, die da besonders längere Anleihen gekauft haben, die spüren das jetzt beträchtlich, weil wenn jetzt die Zinsen auf einmal statt nur 1, 2, 3 oder 4% nach oben gehen, man kann sich das ausrechnen und das ist auf 10 Jahre. Es gibt auch Anleihen, die haben eine längere Laufzeit. Es gibt eben in den USA die 30-jährigen Staatsanleihen. Wenn man da zum Beispiel jetzt 3% hochgeht auf die 30-jährige Zeit, das ist ja noch nicht geschehen, weil der längerfristige Zins ist etwas, was nicht so stark reagiert hat. Aber man kann sich da ausmalen, was das da für Preissprünge mit sich bringen muss, damit das immer noch fair ist. Also ist das immer, kann man das so pauschal sagen, es gibt immer eine inverse Korrelation, wenn der Zins der Anleihe steigt, dann fällt sie dementsprechend im Preis. Wenn die Zinsen im Markt steigen, dann sind die bestehenden Anleihen weniger wert, weil der Zins ist ja fixiert. Die Anleihe ist wie ein Schuldvertrag. Und es gibt solche, die haben Floating Rates, Floating Rate Notes heißen die.
gibt solche, die sind all 3 Monate werden die repriced. Das ist auch spannend. Vor allem jetzt, wenn man, oder es gibt Senior Notes, Senior Loan Notes. Das sind solche vielleicht Unternehmen, die keine Bonds oder Anleihen ausstellen können. Die müssen sich bei Banken kurzfristig verschulden. Und für die wird es jetzt immer wieder teurer, weil die Zinsen all 3 Monate angepasst werden. Aber sonst für die Anleihen, die eine fixe Laufzeit und eine fixe Zinsspanne haben, da kommen die Preise runter, ja. Okay, okay. Kann man sagen, je höher der Zins der Anleihe ist, desto niedriger ist das Vertrauen, dass ich das Geld zurückbekomme? Ja, genau. Das hat auch, es kommt natürlich noch darauf an, wann die Anleihen ausgegeben wurden. Man kann also nicht pauschal sagen, der hat jetzt 7%, der hat noch 4%, aber vielleicht der 7%er wurde in einer Zeit ausgestellt, wo die Zinsen generell höher waren. Da muss man immer drauf schauen, wann wurde die Anleihe rausgebracht und was war damals der risikofreie Zinssatz. Weil eigentlich die Firmen oder Unternehmen und die Staaten, die das Geld da aufnehmen, die müssen einen Risikoaufschlag, also man hat den risikofreien Zinssatz und dann kommt drauf der Risikoabschlag plus die Zeitkomponente plus vielleicht eine Währungskomponente. Und das gibt am Schluss den Preis für diese Schulden, die jemand da bereit ist zu nehmen. Und der ändert ja, wenn jetzt eben die risikofreien Zinsen auf einmal auf Null fallen, und 2 Jahre später kann die gleiche Entity vielleicht wieder Schulden in den Markt bringen, müssen sie vielleicht auf einmal 3% weniger zahlen. Da gibt es vielleicht eben von Banken und so weiter gibt es verschiedene, da gibt es noch weitere Unterschiede wie Ausfallrisiko und Kapitaldeckungsrisiko und so weiter. Es gibt ganz verrückte Sachen in diesem Markt. Aber man muss genau wissen, für was der Vertrag steht, wenn man so eine Anleihe kauft oder investieren möchte. Okay. Und kann man sagen, wenn die Anleihenrenditen, also die Zinsrendite, wenn die steigen, ist das eine Bedrohung für den Aktienmarkt? Man sieht immer wieder diese Posts auf Twitter, wenn die so Screenshots gepostet werden von den Zinsen, die so steigen, da sagen wir, oh, mega schlimm. Aber warum ist das eine Bedrohung für den Aktienmarkt? Aktien gibt es ja auch Äpfel, Orangen und Bananen. Es gibt so viele verschiedene Aktien. Und was eine große Bedrohung darstellt, ist natürlich für Wachstumsaktien. Man stelle sich vor, der Unternehmenswert von einer Aktie heute, der wird ja so evaluiert durch das Abdiskontieren von zukünftigen erwarteten Gewinnen und Cashflows. Und sagen wir, ich habe jetzt eine Aktie von einem Unternehmen, das heute schon einen guten Cashflow bietet, vielleicht Dividenden zahlt. Das ist meistens ein guter Faktor heutzutage zum Sehen, okay, da ist ein Geschäft, das macht Geld, das bezahlt auch die Investoren und so weiter. Da ist vielleicht die Elastizität ein bisschen geringer als ein Unternehmen, das sagt, in 10 Jahren habe ich dann zum ersten Mal einen Gewinn. Und diese Unternehmen, die vielleicht in 10 Jahren, sage ich jetzt, 100 Millionen Einnahmen haben, die wurden in den letzten Jahren mit 0% Zinsen, konnte man diese 100 Millionen zukünftige Einnahmen auf heute nehmen, weil da gab es 0% Diskontierungsfaktor und da wurde das eigentlich so genommen, als wäre das schon heute oder morgen soweit, dass diese 100 Millionen kommen. Jetzt aber geht der Zins von 0 auf 1, auf 2, in Amerika schon irgendwie gegen 4-5% hoch und jetzt muss man diese 100 Millionen in 10 Jahren um 5% jedes Jahr runternehmen und auf einmal ist diese Firma heute gar nichts mehr wert. Weil es ist zu weit weg und es ist zu große Unsicherheit. Und deshalb vor allem solche Wachstumstitel und Unternehmen, die den Gewinn irgendwie in ferner Zukunft mal sehen, die wurden besonders abgestraft in dieser Zeit. Und kann man auch sagen, dass das dann bei steigenden Anleihezinsen, dass dann Anleihen eine Konkurrenz bieten zum Aktienmarkt, dass das dann auch bedrohend sein kann für den Aktienmarkt? Ja, genau, weil der Anleihenmarkt war relativ tot in den letzten, ich sage jetzt fast 10, 12 Jahren, vielleicht schon 15 Jahren, weil es war so der Trostpreis. Man bekommt da irgendwie, vor allem im Schweizer Franken, man bekam irgendwie noch 1%, 2%. Es gab natürlich höhere Risiken, die man da nehmen konnte, um ein bisschen mehr zu bekommen, aber das hatten wieder andere Risiken, Ausfallrisiko und so weiter.
oder man konnte strukturierte Fixed Coupon Notes abschließen. Das ist ein strukturiertes Produkt. Da kann man sagen, ich hätte gerne zum Beispiel auf eine Regierung in der Türkei oder in Argentinien oder sonst wo. Da gibt es diese CDS, die Collateral Default Swaps, und die kann man da einbauen in ein strukturiertes Produkt auf Schweizer Franken. Und so konnte man in den letzten Jahren immer noch eigentlich Anleihen generieren, einfach mit unnötig hohen Risiken für das, was sie bieten. Und diese Produkte kann man heute immer noch machen. Jetzt ist es natürlich sehr viel interessanter. Aber genau, also es kommt darauf an, wann und wo und wie man die Risiken dann eigentlich nehmen möchte. Genau. Und jetzt haben wir ja gesagt, die Zinsen der Anleihen sind sehr stark gestiegen. Das heißt, die Preise sind sehr stark gefallen. Und das bringt natürlich jetzt auch Probleme mit sich, weil viele Unternehmen halten Anleihen in ihrer Bilanz und viele Pensionskassen halten Anleihen. Kann das zu einem Problem werden? Wir haben jetzt gesehen, in Großbritannien sind Pensionskassen sehr stark unter Druck gekommen. Ich denke, du hast das auch mitbekommen. Was war da genau das Problem bei den Pensionskassen in England? Allgemein vielleicht zuerst, ist immer eine Frage, wann muss man sich refinanzieren? Weil Schulden kann man ja vorwärts rollen, oder? Und zum Beispiel ein Staat, der denkt jetzt vielleicht, okay, ich kann hier die Schulden zum Beispiel wieder 10, 20 Jahre verlängern. Ich muss ja nicht morgen das Geld liefern. Und dann braucht man immer wieder neues Geld, neue Schulden, um die alten Schuldner auszubezahlen. Und gewisse Staaten, die haben da, wie du gesagt hast, Pensionskassen hinten dran, Rentenvorsorgesysteme. Und da ist das Gemeine, viele von diesen Rentenvorsorgesystemen, die haben politisch oder sogar per Gesetz festgelegt, wie hoch der Anleihenanteil sein muss. Und das heißt, da wurden Leute oder eigentlich alle Leute, die so Miteigentümer sind an so einem Rentensystem, die wurden eigentlich gezwungen, in den letzten Jahren in der Schweiz, aber auch in Europa, negativ verzinste Anleihen zu kaufen. Das ist ja eigentlich hirnrissig. Und das ganze System ist auf dem aufgebaut, auch in der Schweiz. Oder die Pensionskassen, die mussten gewisse negativ verzinsten Anleihen halten, weil das per Gesetz so definiert ist. Jetzt in der UK, es ist jetzt halt einfach der erste Ort, wo das Problem ein bisschen an die Oberfläche kommt, da haben sie das Ganze so gemacht, dass man halt schaut, okay, wir sichern uns ab. Und die haben da etwas aufgestellt, das heißt LDIs. Das sind das System ist so, die haben hauptsächlich 30-jährige Bonds, 30-jährige Anleihen in ihrem Portfolio. Und ich habe gelesen, das ist 2/3 vom ganzen Portfolio ist in diesen 30-jährigen Anleihen. Das alleine ist schon hirnrissig. Mit dem mathematischen Beispiel von vorher kann man ausrechnen, wie das Portfolio wohl ausgeschaut hat ein paar Tage vorher. Und auf diese Sachen haben sie derivative Produkte gemacht, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten, das ist jetzt nicht, man kann nicht die Schuld vorwärts rollen, weil ein Rentensystem muss jeden Monat die Leute bezahlen, die davon abhängen. Das heißt, jeden Monat kommen da Geldforderungen von den Rentnern und da muss man liquide bleiben und da hat man Verpflichtungen. Und jetzt ist aber das Problem, diese 30-jährigen Bonds sind regelrecht abgestürzt und die hatten nicht mehr genug Kollateral, also das heißt Sicherheit in den Banken, um diese derivativen Produkte, die den Short-Term-Cashflow ermöglichen, zu stützen. Das klingt jetzt alles sehr hochgestochen. Im Endeffekt geht es darum, sie konnten eigentlich den Leuten fast ihr Geld nicht mehr bezahlen und diese Rentenvorsorgesysteme sind fast explodiert. Also das Risiko war sehr groß, dass man auf einmal sagen hätte müssen, es ist nichts mehr da für euch, Leute. Mhm. Und das hat mich ziemlich, ziemlich schockiert, als ich das verstanden habe, weil jedes Rentensystem ist ein bisschen anders aufgestellt. Aber auch in der Schweiz zum Beispiel, da spricht man das ist so, wie stark sind die Pensionskassenforderungen gedeckt? Da gibt es auch immer Zahlen davon. Und das andere ist der Umwandlungssatz. Man kann ja, wenn man am Ende der Arbeitszeit seine Pension nimmt oder umschaltet auf Pensionssystem, kann man wählen, will ich die Pension haben jeden Monat oder will ich das Kapital ausbezahlt bekommen. Und ich glaube, die letzten paar Jahre ist dieser Umwandlungssatz, das heißt zum Beispiel, man hat 1 Million drin, der war früher mal
zweistellig. Ich glaube, da ist jetzt auf unter 6 gefallen. Das heißt, mit einer Million bekommt man noch 50.000 oder so pro Jahr. Ist immer noch gut. Und eine Million ist auch ein außerordentlich hoher Betrag in so einem System. Ich glaube, der Durchschnitt ist 300.000-400.000 für die Leute hier in der Schweiz. Das ist der Durchschnitt. Gibt natürlich drunter und drüber. Mhm. Aber das Problem ist, wenn dieser Umwandlungssatz zunehmend runterkommt, dann das Geld wird falsch angelegt, denke ich, in dem Sinn, es ist in nicht wirklich attraktiven Anleihen, wurde das einverleibt und hat nicht richtig arbeiten können die letzten 10 Jahre. Und das Problem ist halt jetzt, die Leute, die sind halt irgendwann zu alt, oder? Wenn ich sage, ich kann nicht mehr arbeiten, wer bezahlt denn das, wenn so ein System kaputt geht? Mhm. Genau, also wie wir sehen, es hängt enorm viel, auch menschliches Überleben hängt an diesen ganzen Staatsanleihen, kann man so sagen. Und das, weil halt einfach so viele Pensionskassen weltweit da so tief drin sind. Und deswegen können wir sagen, dass die Notenbanken weltweit, die dürfen gar nicht zulassen, dass dieses System zusammenbricht. Das heißt, die werden, komme es, was wolle, sie werden immer wieder in die Bresche springen, um das System zu pflastern, so mit einem Pflaster immer so wieder auf die offene Wunde so ein Pflaster zu kleben. Das System wird nicht zusammenbrechen, sondern weil das können wir uns gar nicht leisten. Ja, die Folgeschäden wären weitaus zu teuer. Was potenziell geschehen könnte, obwohl das ist auch nicht die erste mögliche Option hier, aber es könnte eine neue Währung entstehen oder es könnte eine Währungsreform geben. Im Euro-Raum, da gab es 2011 mit der Euro-Krise, da gab es ja auch ein Schuldenproblem mit Griechenland-Schulden, wo ein Staat zum Beispiel die Schulden nicht mehr tragen kann. Da gibt es dann solche Regenschirm-Umbrella-Insurance-Konstrukte, wo andere Länder einspringen und werden Versicherungen wieder verkauft und so weiter. Mhm. Aber auf der einen Seite kann man sagen, ja, die Zentralbank hat vielleicht nicht den Auftrag. Ich glaube, das ist noch wichtig zu sagen, die haben nicht den Auftrag, da zu helfen. Aber sie haben großes Interesse, weil die Gesundheit der Wirtschaft liegt denen ja auch nah. Und wenn man sowas einfach explodieren lassen würde, wäre es wohl teurer, da aufzuräumen müssen. Oder es wäre fast unmöglich. Es gäbe viel zu viel Leid, genau. Mhm. Das muss verhindert werden. Also es ist ja auch ein bisschen eine Zwickmühle. Oder auf der anderen Seite, es gäbe viel Leid, wenn man die Pensionskassen hops gehen lassen würde. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Leid, wenn man selber Geld druckt als Notenbank und die Staatsanleihen aufkauft und so Inflation erzeugt. Also es gibt auf beiden Seiten langfristig immer Leid. Genau, absolut. Ja, das eine ist halt, man druckt nochmals Geld und das ist ja auch das Riesenproblem im Moment nach Corona. Da wurde so viel Geld gedruckt. Ich glaube, 2020 konnte man sagen, dass 40% aller Dollars, die damals im Umlauf waren, die waren erst ab 2020 wurden die gedruckt oder erstellt im System. Die wurden ja nicht wirklich physisch gedruckt, sondern per Knopfdruck im System gemacht. Und das hat ja vielleicht zu dieser Blase geführt im Aktienmarkt, im Immobilienmarkt und so weiter. Aber es hat uns geholfen, durch die Corona-Krise zu kommen. Aber jetzt spüren wir sozusagen den Hangover von diesen Aktionen, weil jetzt irgendwie, man kann ja auch nicht das Problem einfach so auf die Seite schieben. Jetzt müssen die Schulden runterkommen. Ich habe gesehen, in Amerika gibt es noch 1,3 Trillions auf Englisch an Excess Cash in den Leuten ihren Konten. Das ist Geld, das wurde angespart und über 300 Millionen Leute gerechnet. Das ist über 4.000 US-Dollar Cash, das die Leute vorher nicht hatten. Und da ist ein riesen Geldschwemme hier. Und die Amerikaner, die sind ja bekannt dafür, das Geld auszugeben. Und ich war gerade vor einem Monat war ich in Florida und ich habe gesehen, wie da wirklich regelrecht links und rechts die Leute, da spürt man nichts von irgendwie Angst oder Unsicherheit gegenüber der Wirtschaftssituation. Es wird Geld ausgegeben. Wie verrückt. Ich war da in Disney Springs in einem Laden, da wurde unnötiges Zeug gekauft, noch und nöcher. Und auf der anderen Seite, wenn die Leute so viel Excess Cash auf der Seite haben, dann müssen sie nicht unbedingt zur Arbeit gehen. Das heißt, auf Englisch ist so die Participation Rate, die Arbeitsmarkt der Anteil der Leute, die am Arbeitsmarkt teilnehmen, ist viel, viel geringer als noch vor 2, 3 Jahren.
Und die Arbeitslosenquote ist auf einem 50-Jahres-Tief. Und ich habe gesehen, wenn man da als Trucker, als Lastwagenfahrer arbeiten will, man bekommt in North und South Carolina $5,000 auf die Kralle, Sign-On-Bonus. Und McDonald's zahlt $600, wenn man dafür Burger Flip unterschreibt. Also wahnsinnig. Die haben wirklich ein Problem, Leute zu finden, weil alle sind auf der Seite, wo sie Geld ausgeben, statt arbeiten wollen. Mhm. Und das System ist irgendwie, und das führt dann halt zu Inflation, weil die Löhne müssen steigen, um mehr Leute wieder anzulocken. Und auf der anderen Seite, das Geld muss irgendwie zuerst verdaut werden. Das geht vielleicht noch ein Jahr, anderthalb Jahre, und dann ist eventuell dieses Geld auch weg. Jetzt mit höheren Zinsen könnte es sogar noch schneller gehen, weil je nachdem, wer da welche Schuldensituation hat, wird es jetzt sehr schnell sehr viel teurer. Mhm. Dann denkst du, es wäre auch möglich, dass auf einmal die Leute das Vertrauen in Staatsanleihen verlieren, wenn wir jetzt so eine britische Staatsanleihe uns anschauen oder japanische, ich meine, wenn wir sind, dass das Pfund wertet ab gegen den US-Dollar, der Yen wertet ab gegen den US-Dollar, da fragt man sich doch, warum soll man da überhaupt noch investieren? Und ich denke auch, dass sich Unternehmen auf einmal fragen, warum sollen wir überhaupt noch in Staatsanleihen unser Geld parken, dass dies eine Chance sein könnte für den Aktienmarkt, dass die Unternehmen dann denken, hey, es wäre doch viel sinnvoller, wenn ich einfach gute Dividendenaktien halte. Denkst du, dass dies Überlegungen sein könnten? Ich denke auf jeden Fall, diese Überlegungen sind ja nicht neu, die existieren bereits. Und der Grund, warum das nicht so eine Rolle spielt, ist vielleicht der, die meisten Leute oder die meisten Investoren, sage ich jetzt nicht Leute, die meisten Investoren, die in Staatsanleihen investieren, sind ja nicht die Unternehmen oder die Leute auf der Straße, sondern das sind eben die Pensionskassen und die Zentralbanken, die von anderen Ländern Geld diversifizieren und halten in Währungsportfolios. Das heißt, der größte Teil von diesen Investoren, der hat ganz andere Überlegungen als die Leute auf der Straße. Und deshalb spielt das leider nicht so eine Rolle, aber prinzipiell ist das genau der richtige Gedankengang, ja. Ja, grundsätzlich, ich meine, die Schweizer Nationalbank hält ja auch enorm viele Aktien. Dass diesen Schritt nicht auch andere Zentralbanken dann gehen, wenn sie einfach sehen, hey, mit diesen Staatsanleihen, es ist im Endeffekt fast ein Nullsummenspiel. Genau, zum Beispiel Singapur, die geben ja Staatsanleihen nur raus, damit gewisse Pensionskassensysteme in etwas investieren können. Die brauchen die Schulden gar nicht. Aha. Singapur hat ja zwei Staatsfonds, GIC und Temasek, wo das zusätzliche Geld professionell verwaltet wird. In der Schweiz haben wir einfach das Ganze unter der Bilanz von der Nationalbank. Das hat jetzt ein paar Jahre super gut funktioniert und es hat so gut funktioniert, dass praktisch jedes Jahr gab es Ausschüttungen an die Kantone, weil die Zentralbank hat sehr gut gewirtschaftet über die letzten paar Jahre. Das hat auch mit der Marktentwicklung zusammengehangen. Und jetzt heißt es wahrscheinlich irgendwann, es gibt keine Ausschüttungen mehr, weil wir haben Verlust. Aber jetzt, wer trägt die Verluste? Man kann ja jetzt nicht zu den Kantonen gehen und sagen, jetzt möchte ich wieder mein Geld zurück. Mhm. Und die Kantone haben jetzt bereits eingepreist und das budgetiert, dass jedes Jahr etwas kommt von der Nationalbank. Das ist dann das weitere Problem an dem Bereich, weil das wird dann erwartet. Und deshalb sind vielleicht die Steuern auch nicht gestiegen oder tief geblieben in gewissen Orten. Und das kann sehr spannend werden, wie das Ganze sich weiterentwickelt da. Ja, wirklich, ja. Ja, also zusammenfassend können wir sagen, also das System wird ganz sicher nicht zusammenbrechen. Die Notenbanken werden immer wieder kommen und alles retten, wenn es sein muss. Und da denkst du nicht? Doch. Ja, aber eben, es ist vielleicht nicht das optimale Resultat. Was ich vielleicht sagen will, ist eben finanzielle Unabhängigkeit ist so mein Thema von meinem Blog, von meinen Kanälen online. Und ich denke, dies sollte besonders für junge Menschen, je jünger man ist jetzt hier und dieses Video anschaut, desto eher sollte das eine Motivation sein, seine eigene Zukunft in die Hand zu nehmen und vielleicht weniger auf so eine Systemlösung angewiesen sein zu müssen, weil es kann so viel passieren. Wenn man jetzt zum Beispiel 25 ist, da geht es noch 40 Jahre, bis man dann sich zur Ruhe setzen möchte. Man kann das ja vielleicht schon vorher machen, wenn man sich gut vorbereitet drauf. Und deshalb, ich denke, das sollte ein wahnsinniger Motivationsschub sein für alle jungen Leute, ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und wirklich zu schauen, dass man nicht nur auf diese Systeme angewiesen ist, die eventuell mal halt
nicht das liefern können, was sie versprechen. Mhm. Und das sieht man jetzt natürlich in England. Und England ist nur das erste Land, wo das jetzt an die Oberfläche gekommen ist. Und du hast vorher gefragt, kann das in anderen Ländern passieren? Selbstverständlich, das kann in anderen Ländern auch passieren. Und man stelle sich nur vor, man hat nur das und nichts anderes. Nichts gespart, nichts angelegt. Da ist man ziemlich schnell in einer dritten Situation. Ja, man ist ausgeliefert. Mhm. Und wenn man dann älter ist, ich sage immer eben, wenn man jung ist, ist man voller Humankapital im Kapitalismus. Man kann seine Zeit verkaufen. Und die Zeit ist so und scheint so unendlich, wenn man in seinen 20ern ist, da ist man gerne bereit, seine Zeit zu verkaufen. Aber je älter man wird, desto teurer wird eigentlich die Zeit, die man verkaufen möchte, weil man weiß nicht, wie viel man davon übrig hat. Und wenn man da nicht vorher irgendwie die Transition geschafft hat von Humankapital in Anlagekapital oder Finanzkapital und das einfach nur delegiert an irgendwelche Systeme, das ist ja eben das Problem. Es ist alles sehr politisch. Zum Beispiel in Taiwan, das schwenke ich ein bisschen aus, aber ich finde das super spannend. In Taiwan war das Pensionssystem mit 17% verzinst, 1,7% verzinst bis letztes Jahr. Ja. Und warum? Weil die waren in den 1980er Jahren so stark am Wachsen, da wurde ins Gesetz geschrieben, die Pensionskassen verzinsen das Geld mit 17%. Punkt. Und das ist eine politische Entscheidung. Und das Problem ist dann halt, ja, das geht vielleicht 5, 6, 7, 10 Jahre gut, aber irgendwann geht die Wirtschaft vielleicht nicht mehr so gut. Und wenn man da mit 17% das garantiert, dass ein Stück, das ist ein Gesetzesartikel, wo irgendjemand festgelegt hat, da kann man nicht liefern. Es geht einfach nicht. Mhm. Und da ist das Problem. Diese Institutionen sind zum Teil, ich bringe jetzt das Beispiel nur, weil es ein bisschen hoch ist in der Zahl, aber eben mit dem Umwandlungssatz und all diesen Sachen, in jedem Land gibt es diese politischen Kräfte, die eigentlich vorschreiben, diesen Pensionskassen, du musst 2/3 in 30-jährige Obligationen oder Anleihen investieren und da musst du 6% pro Jahr auszahlen können an alle Leute. Das Problem ist vielleicht da zu suchen für das und ich glaube, auf die Länge geht das nicht gut, weil der Markt ändert sich und vielleicht gibt es jetzt 7 magere Jahre, vielleicht kommt das wieder, man weiß es nicht. Aber wenn man auf sowas angewiesen ist, dann könnte ich eigentlich nicht so gut schlafen. Da könnte ich viel besser schlafen, wenn ich mein eigenes Geld anlege. Und natürlich kommen da auch Schwankungen, aber das sieht man eher, woran man ist. Und wenn man da das Vermögen aufbauen kann über 2, 3 Jahrzehnte, dass man hundertprozentig besser dran am Schluss, als nur auf so eine Lösung angewiesen zu sein, wo Leute, ich sage jetzt das nicht abschätzig, aber materieferne Leute vielleicht politische Entscheide treffen müssen, um wiedergewählt zu werden oder um in der Gunst der anderen zu stehen. Diese politischen Entscheide haben nicht unbedingt immer was mit der Finanz- oder den Kapitalmarktrealitäten zu tun. Ja, wir sehen, Aktien sind einfach alternativlos, vor allem für die private Vorsorge, für junge Menschen, früh in Aktien sparen zu beginnen, weil dann ist man unabhängig, dann ist man nicht auf diese, sage ich jetzt mal, Krankensysteme der Pensionskassen angewiesen, weil ja, diese Systeme sind schon ein bisschen, also es sind schon Patienten, die langsam krank sind, oder? Und eben erste Wunden in den UK kommen langsam zum Vorschein. Ja, und deswegen finde ich es auch wichtig, dass du diesen Punkt noch ansprichst, dass der Bürger selber Verantwortung übernehmen muss, selber für sich vorsorgen muss, selber investieren muss in Aktien. Genau, dass er dann auch selber etwas davon hat, und selber auch beeinflussen kann. Ja. Ja, und eben in der Schweiz, das kann auch spannend werden. Ich bin jetzt nicht der Schwarzmaler, aber viele dieser Pensionskassen, die sind hier in Immobilien investiert und viele haben auch vielleicht ein Schuldenportfolio selber aufgebaut auf diese Immobilien. Und ich hoffe nun mal, dass viele von denen die Zinsen abgesichert haben über Zeit. Mhm. Nicht, dass auf einmal jetzt da irgendwie auf dieser Seite ein Margin Call kommt oder dass die Schulden nicht mehr bedient werden können oder eben, dass, wenn jetzt der Immobilienwert in der Schweiz, sagen wir mal, 10-20% nach unten gehen würde, gäbe es da Pensionskassen bei uns, die da auf einmal in einer dummen Situation wären. Das wäre ein spannendes Thema, da ein bisschen tiefer zu tauchen.
Und das sagt niemals nie, oder? Ich hoffe jetzt nicht, dass wir in so einer Situation sind. Aber definitiv wird die Rendite vielleicht gar nicht so toll sein, wie Sie das vielleicht propagieren wollen. Und da hätte man vielleicht mehr Raum. Das denke ich auch, ja. Ja. Und in der Schweiz gibt es ja auch mit der dritten Säule VIAG Pension Fund oder so. Man kann wirklich voll in Aktien gehen als Junger. Und man kann das ein bisschen selber steuern, ist sogar steuerlich begünstigt. Und da sollte eigentlich jeder interessiert sein dran, möglichst früh damit anzufangen, sein eigenes Portfolio aufzubauen. Und finanzielle Unabhängigkeit oder das große Ziel dahinter muss ja nicht heißen, dass ich jetzt mit 30 oder 40 aufhören will zu arbeiten, sondern einfach, man hat noch ein extra Ding im Feuer, falls eben die Märkte oder das System oder irgendwas gegen die Pläne wirkt hier. Ja, es war doch sehr spannend. Thema Anleihen, also definitiv ein Thema, das man nicht ignorieren darf. Man immer wieder spannend, auf diese Zinsen zu schauen, und wenn diese Zinsen steigen, ja, dann hat das schon seine Gründe, warum dann die Leute eher vorsichtiger sind und dann ein bisschen Angst bekommen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, vor allem, wie sich das dann in Amerika weitergeht. Oder wenn, jetzt haben wir gesehen, Großbritannien sehr stark gefallen, diese Anleihen, also vor allem im Preis sind sie gefallen. Wenn wir das in Amerika auch noch sehen, niemand weiß es, ja, aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, und ich bin sehr dankbar, dass du hier ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast, weil viele, viele, vor allem Privatanleger, die kennen Aktien, die kennen Immobilien, die kennen Krypto, aber Anleihen davon sprechen die wenigsten. Eben wie du gesagt hast, hauptsächlich investieren Pensionskassen und Unternehmen, große Unternehmen in Anleihen, und sonst der Privatanleger eher gar nicht. Und deswegen war das hier sehr spannend, deine Ausführungen. Vielen Dank, ja. Bitte, und vielleicht noch ein weiterer Punkt. Eben, ich denke, Anleihen könnten vielleicht sogar super interessant werden. Wenn irgendwann die Zinsen dann drehen, dann wird es, wenn man ein Vertrauen hat in die eigene Währung, ich nenne jetzt nur mal zum Beispiel den Schweizer Franken, wenn man da jetzt zum Beispiel auf einmal bei 6 oder 7% 10 Jahre einlocken könnte, das wäre extrem spannend. Und das gab es ja bereits vor etwa 40 Jahren. Ich kenne Leute, die hatten damals in Amerika langzeitige Anleihen der USA gekauft, und die waren damals mit 15, 17% verzinst. Und ich denke immer nur, auf der einen Seite sieht man die Schwarzmalerei, oder es sieht schlecht aus, es sieht unsicher aus. Ich denke immer auch, das Yin und Yang, man sollte auch die Möglichkeiten sehen und die Chancen, die sich bieten werden. Eben, wir haben vorher besprochen, es könnte extrem tolle Einstiegschancen geben für Immobilien, aber eben auch für Anleihen. Es ist etwas, das die letzten 15, 20 Jahre viel zu kurz gekommen ist. Und eben, auch wenn Private das nicht direkt oder selber kaufen oder darin investieren, die meisten sind davon betroffen wegen den Pensionskassen. Genau. Ja, du sagst, es ist auch wie auch hier, auch im Anleihenmarkt, die Mutigen werden belohnt, die nicht denken, dass die Welt untergeht, die sich dann trauen, auch zu kaufen, mal eben. Vor allem, ich würde jetzt auch nur in Schweizer Franken, also hier bleiben, Schweizer Staatsanleihen. Wenn ich mal Anleihen kaufen würde, dann schon eher Schweizer Staatsanleihen auf jeden Fall, ja. Genau. Schauen wir mal, wie der Markt weitergeht. Türkische Lira oder argentinische Anleihen, die bezahlen um ein Vielfaches mehr, aber da hat man immer das Währungsrisiko. Ja, wenn man eine Firma hat, da ist egal, welche Währung, man hat einen Wert. Und jeder kann sein eigenes Geld drucken. Bank Freedom. Das ist mein 1-Million-Franken-Schein von der, ja. Jeder kann sein eigenes Geld drucken, jeder Staat kann das machen. Man muss wissen, wem man sein Geld anvertraut, im Endeffekt. Vertrauen. So, gut, dann würde ich sagen, haben wir genug über Anleihen gesprochen. Ich freue mich, wieder mal mit dir ein Interview zu machen. Ich finde es immer wieder sehr wertvoll. Wir können ja mal wieder über den allgemeinen Markt sprechen. Sehr gerne, ja. So, vielen Dank, Matt. Und ansonsten, wenn du als Zuschauer mehr von Matt erfahren möchtest, ich habe den Link zu seinem Blog unten in der Videobeschreibung. Er schreibt sehr spannende Blogbeiträge auf Englisch. Schau doch dort mal vorbei oder auch auf seinem Twitter-Account. So, genau. Und dann Twitter ist @fi_imagineer. Ich glaube, Martin wird das auch verlinken. Werde ich auch verlinken, ja. Das würde mich freuen, ja. Und war toll, dabei zu sein. Danke. Perfekt, danke. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Merci, ciao. Ciao. Ciao.